Zweitens, weiterhin sagt die Versammlungsbehörde, es ist untersagt, ein Kalifat in Deutschland in Wort, Bild oder Schrift fordern und zu befürworten. Lasst uns nicht zu jenen gehören, die ihre Geschwister im Stich lassen. Amen. Lasst uns nicht wie jene sein, die für ein wenig Beifall die Umma Muhammads verraten. Amen. Lasst uns nicht von denen sein, die am jüngsten Tag von den Kindern Gazas angeklagt werden. Amen. Ja Allah, vereine die Muslime in der islamischen Welt in einem rechtgeleiteten Kalifat. Amen. Einem Kalifat, das die koloniale Ordnung überwindet, den Nationalismus, den Faschismus und den Hass zwischen den Völkern. Vereine die Menschen in einem Kalifat, auf das wieder Frieden und Gerechtigkeit im Nahen Osten und der islamischen Welt einkehrt.